Die Mannschaft des deutschen Teammanagers verlor das Prestigeduell beim Tabellennachbarn Manchester United am Samstag 1:2, 0:2, beide Tore für Man United erzielte Nationalstürmer Marcus Rashford, 14. 24. Im Rennen um den zweiten Platz der englischen Premier League fielen Reds dadurch am 30. Spieltag zurück, 60:65 Punkte, beide Teams liegen weit hinter Dominator Manchester City 78, mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola. Unschöne Szenen gab es bei der Heimniederlage des Abstiegskandidaten West Ham United gegen den FC Burnley, 0:3, im Londoner Olympiastadion. Mindestens zwei Fans unterbrachen das Spiel, indem sie auf den Platz liefen. Einer rangelte mit Hammers Kapitän Mark Nobles, ein anderer nahm eine Eckfahne und brachte sie an den Anstoßpunkt. Zudem bedrängten wütende Fans Funktionäre in der Ehrenloge. Rashfords Doppelschlag war für Liverpool im Old Trafford ein Schock. United hatte das Spiel aggressiv und effizient voll im Griff, konzentrierte sich allerdings in der zweiten Halbzeit auf Defensive und brachte Gastgeber selbst ins Spiel zurück. Abwehrspieler Eric Bailey, 66., unterlief ein kurioses Eigentor mit der Hacke, bei dem sich der Unglücksrabe auch noch verletzte. Für Liverpool sollte direkte Champions League-Qualifikation trotz der Niederlage nicht in Gefahr geraten, obwohl der FC Chelsea 2:1 gegen Crystal Palace bis auf 4 Punkte heranrückte. Am Dienstag waren Reds gegen den FC Porto 5:0, 0:0 ins Viertelfinale der Königsklasse eingezogen.